Und da werden wir wieder zurück, Leute. Willkommen. Ach ja, guckt sie euch an, wie sie dezimiert wurden. Die Torbas-Truppe hat nicht mehr so viel zu melden. Und das ist natürlich ein wunderbarer Anblick. Wir können den Zug, glaube ich, einfach beenden, ja. Habe ich noch jemanden im Schloss? Nö, das würde mir sonst ja auch angezeigt werden. Alles leer. Alle sind sie unterwegs. Also gut. Ab geht die Post. Das haben wir echt gut vorbereitet, denke ich. Das Brandschatzen geht natürlich wieder in die nächste Runde, aber gut. Was erwartet man auch, dass Houghton hätte einen Zug schneller gehen können? Hätte Aaron es mal getroffen, das könnte uns das Dorf da oben kosten. Sehen wir mal. Ah, okay. Ihr wollt tatsächlich auf Bridget losgehen, das ist natürlich perfekt. Gott, oh Gott. Denkt ihr wirklich, das schafft ihr? Ich glaube da nicht so ganz dran. Das ist witzig. Ich glaube, wir nutzen die Leichtschalter wirklich nur wegen ihrer Trefferquote. Aber ich muss echt mal gucken. Ich muss das mal vergleichen, ab welchen Trefferquoten das machen. Ob es bestimmte Bereiche gibt, wo sie umswitchen von der KI. Das finde ich doch ganz faszinierend, muss ich sagen. Bisher. Die Torbar. Oh. Da kommt mehr. Das ist gar nicht so gut eigentlich, dass Sigurd jetzt gerade hier sie auf Zweier geprügelt hat. Oh, das ist ein bisschen heikel, tatsächlich. Ist das ein großes Problem? Ich überlege gerade. Moment. Wir speichern mal. Die Sache ist halt, dass sie Arcanum hat und sie jetzt irrsinnig viel tanken würde. Das ist ein bisschen gruselig, to be honest. Ich mach mal den hier weg, dann stellen wir Sigurd mit hin, dass die anderen plus 10% Trefferquote wenigstens bekommen im Kampf. Das könnte uns auf jeden Fall weiterhelfen. Aber mal gucken, ob wir die Torber da vernünftig loswerden. Ich würde fast sagen, wir sollten vielleicht... Eigentlich sollten wir Mydia nach oben stellen, ganz im Ernst, weil Mydia hat die beste Trefferquote von allen. Er hat weit über 100%, ja. Ja, und das ist... Ja, den Meisterbogen ausgerüstet, passt schon. 140 plus Sigurds Bonus. Ja, da kann sie noch so gut sein. Das ist schon wirklich so krass. Da wird sie sehr zu kämpfen haben, da bin ich überzeugt. Das hier wäre eine Möglichkeit für Aden mit seinem Donnerschwert. Ach ja, wir könnten sogar nochmal, glaube ich, kurz beklauen, oder? Dieses Distanzbeklauen ist ja immer sehr amüsant. Aber wenn es funktioniert, warum auch nicht, ne? Yeah! Party. 3000 Gold. Das ist so lustig irgendwie. Also jetzt würde theoretisch auch einfach Lex durchkommen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich Lex da den Kill gönnen möchte. Kann Lex einfach anschwächen und dann kann jemand anderes sich drum kümmern? Wahrscheinlich nicht, oder? 24, dann ist ganz gut. 22 bleiben übrig, aber ich glaube, Aden macht gar nicht so viel Schaden, oder? 20, ja, noch ziemlich gut, aber nicht so gut, schade. Ich glaube, besser als erwartet war es dann doch. Wenn du kurz angreifst, bist du ja weit genug von deinem Niveau. Wobei ich würde ganz ehrlich, ich würde nach Jesus lieber langsam sicher mal wieder zurückziehen lassen, dass sie ihre Promo dann mitnehmen kann. Ich habe jetzt niemanden zum Warpen da. Aber ich weiß nicht, was die an der Front noch reißen möchte. Es ist unsere ganze Kavallerie dann eh schon wieder bald weg. Die sind schon wieder so wahnsinnig flink unterwegs. Das erledigt sich alles ganz automatisch dann. Wenn du jetzt dein Erdschwert allerdings nochmal kurz zum Einsatz gibst hier, das wären 16 Damage. Die Torbar würdest du an sich ja auch tanken. Vor allem, ja, ich denke, das können wir machen, oder? 16, ja, 30, nee, das ist genauso ein Problem. Lass mal sehen. Ach ja. Doch, die Kriegerachse, aber die war dann zu stark, ne? 26 mal 2 auch. Damit gibst du ihm den Rest. Ach nee, warte mal. Ira haben wir auch noch da. Aber wenn ich den jetzt wegräume, dann kann sich Ira vielleicht auch um den kümmern und Aden kann da sowieso noch ein Feld weiterrücken. Wobei die Frage ist, wie viel Schaden du machst. Weil Kriegerschwert tötet definitiv. 16 mal 2. Ist vielleicht doch besser, wenn ich das nochmal so probiere. Ja, und wenn du nur einmal triffst. Nee, du musst schon zweimal treffen, tatsächlich. Aber dann haben wir ja immer noch. Wir haben ja immer noch Erdschwert, Lach Jesus. Das kann man mal entspannt angehen hier. Wir haben genug Optionen. Das ging sogar daneben. Okay.
kann mich Achilles doch noch ein bisschen helfen oben. Ist doch schön. Und die Erfahrung brauchen wir auch. Und Aden kriegt den Finisher. Perfekt, perfekt. Vorausgesetzt, du triffst jetzt nochmal. Streng dich an. Absorbiert. Und damit dein Level Up, was dich zum Klassenwechsel auch befördert. Oh, ein Stärkepunkt nur. Was hat ihn auf... Das hat dich auf 20 gebracht. Mein Gott. Die Werte sehen echt gut aus, ne? Wenn du bedenkst, jetzt noch nicht promoted. Und glaub mir, die Promo-Boni sind absolut brutal. Ich hab's ja schon mal erwähnt. Oh, 48% gerade mal. Hey, das Eisenschwert ist etwas präziser. Aber auch nicht so präzise. Würde es exakt sie erledigen, wenn du triffst. Komm schon, Aden, komm schon. Wir müssen noch mimen. Nein! Aden! Nicht auf diese Art. Böser, böser Aden. Also ich will mit dir nach oben bekommen, das ist mir ziemlich wichtig. Ich denke schon, dass ich weit genug kommen müsste eigentlich. Wenn ich jetzt mit Sylvie hier oben tanze. Ja, komm, das kriegen wir hin, oder? Ja, kriegen wir das wirklich hin? Ich bin ein bisschen skeptisch. Es sind leider zwei Bäume dazwischen, das gefällt mir dabei nicht. Aber gut, ich meine, du hast jetzt 9 Movement. Und 4, 5, 6, also das schaffst du eigentlich locker. Das wäre sehr seltsam, wenn du es nicht hinbekommen würdest, to be honest. Also. Ach ja, und wir haben auch noch Azel. Wisst ihr was? Das ist doch eine sehr gute Sache. Dann kann er mich auch mal was probieren. Warum nicht? Und du hast natürlich deine Elite-Binde immer noch dabei. Machen wir das Ganze so. Und mit dir sollte auf jeden Fall oben zum Einsatz kommen. Aber ich krieg dich nicht im Sigur, das ist das Problem, ne? Das ist ein bisschen schade. Okay, wow, sogar ein Deathpunkt, krass. Ja, ich krieg dich nicht mehr neben Sigurd. Aber das hier können wir probieren. Und er hat sicherlich die beste Trefferquote. Schauen wir mal, ob wir euch die da nehmen können. Das war ein Crit. Nice. Nein, was habe ich getan? Yes, sehr, sehr gut. Du kriegst zwar nicht so viel Erfahrung, aber mir war jetzt das mit Arcanum sowieso ein bisschen zu blöd, um ehrlich zu sein. Das ist schon besser so. Ja, damit ist sie ausgelöscht. Und ihr könnt euch eigentlich nach unten begeben, würde ich sagen. Weiß nicht, was wir hier noch großartig machen wollen sonst. Ah, cool, du kannst da drüben noch mit angreifen. Wir haben ein paar Möglichkeiten jetzt noch zusätzlich. Sehr, sehr nice. Das freut mich. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Also ich meine, du hast versagt, mein lieber Aden. Und wenn eine Einheit noch steht, ich glaube, jeder tankt einen Hit, oder? Also absolut jeder. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wobei, doch, Ira hat einen Schildring, also natürlich. Natürlich! Also, du kriegst auf jeden Fall eine umgeboxt, ist keine Frage. Dann mach das doch mal. Oder? Nein, eigentlich wäre Azel besser. Erstmal. Das ist bei dir immer ein bisschen schwieriger, nachzuziehen. 96% hast du da. Und selbst wenn du verfehlst, wir haben auch genug Backup für dich, also kein Grund zur Panik. Wir müssen hier nicht in Panik verfallen, absolut nicht. So. Aber ja, Azel soll das lieber mal machen, ne? Der muss unbedingt mal nachziehen, so ein bisschen, das ist schon wichtig. Oh ja, 21 Damage, das ist ja der Wahnsinn mal wieder. Schon schön, dass er mal so krass zuhauen kann, muss man schon sagen. Ja, du kommst bis zur Brücke, das heißt, wenn ich mich auf die Brücke stelle, können wir dann gleich unser Pairing noch ein bisschen ausbauen. Und der wird ja bis auf 1 sogar reduziert. Krass, aber es macht trotzdem Nische, weil er hat da Elite drin jetzt aktuell. Kriegt also mehr raus und ist dann schon kurz davor. Genau, machen wir erstmal so. Ich glaube, ja, er kommt auch gar nicht so weit dann mehr. Passt auf jeden Fall. Schaffst du das auch mit dem Stahlschwert? Ne, da hast du nur noch 82. Dann benutzt das Waffendreieck in dem Fall. Ich will auf jeden Fall den Confirm hier haben. Flop. Oh, mit Crit sogar. Ganz stylisch. Ja, vielleicht sollten wir gleich die nächste auch noch erledigen, weil mit Rückkehr könnte ich dich auch direkt zum Class Change bringen. Was dir sicherlich ganz gut tun würde. Er hat jetzt auch 20 Stärke. Mein Gott, aber wenn man bedenkt, wie er dann noch nachgelassen hat später. Jetzt hat er 20 Stärke, weißt du, und nach Jesus immer fleißig trainiert und so. 20 Stärke. Unsere Prinzessin.
Ja, die kann halt zuhauen, ne? Stemmt erstmal Gewichte irgendwo, weißt du? Richtig heftig. So, wen wirst du angreifen? Wahrscheinlich du. Aber es ist niemand in Gefahr so wirklich. Okay, vielleicht greifst du auch Sylvie an, aber wie gesagt, es kann eigentlich nicht eskalieren an dem Punkt mehr. Das ist unmöglich. Das kann ich mit einer gewissen bestimmten Sicherheit sagen hier. So, okay. Dann bist du noch dran. Ach ja, warte mal. Ich will vielleicht nicht unbedingt mit Aranus dann in deinen Range noch kommen. Vielleicht stellen wir uns genau zu dem Baum. Da drüben war doch, ja, genau. Dich gibt's ja auch noch. Aber das geht knapp über den Fluss. Und wenn wir diesen Baum dort erreichen oder uns genau da hinstellen, sollte das kein Problem sein. Oder will ich das extra Feld doch noch gehen? Warte mal, da kommt der andere Typ ja nicht hin, ne? Also ist eigentlich egal. Vorausgesetzt, Aranus kriegt jetzt keinen Hit ab. Gut, das machen wir davon abhängig, ob sie jetzt einen Hit abbekommt oder nicht. Dementsprechend fliegen wir entweder zum Baum oder vor dem Baum. Naja gut, okay, das war ja auch relativ einfach für sie. Dazu fehlen wir schon ein bisschen sehr bitter gewesen. Oh, das hier ist wiederum sehr bitter. Tja, passiert. Ach ja, ich kann mich eh nur vor dem Baum stellen anscheinend. Oder zumindest so weit noch fliegen, das ist auch in Ordnung. Das tanken wir ohne Probleme. Gut. Und ihr beide geht nach unten, habe ich beschlossen. Ja, wir gehen wieder zurück. Wartet mal, wie sieht's mit Geld aus? Geld, Geld, Geld. Ich glaube, wenn wir das Dorf hier kurz besuchen würden, würde das hier noch ganz gut tun. Dann kannst du mich direkt die Elitebinde später bei dir holen. Also machen wir mal kurz. Nur ein direkter heiliger Erbe kann die volle Macht der Götter einsetzen. Und nur sie sind in der Lage, das heilige Erbe ihrer Familie im Kampf einzusetzen. Wenn die Familien sich vermischen und ihr Nachkommen das erhabene Blut in sich vereint, erhalten sie unendliche Kräfte. Nicht davon zu sprechen, dass das verdammt und verboten ist. Aha, na so etwas. Schon seltsam irgendwie das alles hier, aber gut. Okay, ja, ihr könnt euch eigentlich auch mal zurückziehen, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wer da noch vernünftig nachziehen könnte überhaupt. Gut, ihr seid eh mit Arena schon durch, bei euch brauche ich gar nicht aufs Geld zu gucken. Beowulf ist relativ nah dran, dass er nochmal sich auch die Elitebinde holen könnte, wenn er möchte. Und ich glaube, das wäre auch ganz sinnvoll. Das hier gibt uns 4.500, ne? Aber das hier wird uns weniger bescheren. Da oben ist noch ein volles 5.000er. Ich muss darüber nachdenken. Hast du noch irgendwas, was du verkaufen kannst? Nee, du hast nur ein olles Stahlschwert. Weit kommt er theoretisch in Arena? Ist eine gute Frage. Ich glaube nicht mal so weit. Aber ja, wir ziehen uns mal kurz zurück wieder, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Ach ja, vielleicht für Rückkehr oder so, dass wir da noch eine Einsatzmöglichkeit haben. Lass ich euch beide mal hier stehen. Ach ja, ich könnte Eldaine als allererstes, das ist richtig, ich könnte Eldaine einfach mal zurückschicken dann. Dann können wir den Warp-Staff mal reparieren. Eventuell. Ist das ganz wünschenswert. Ja, Beowulf, du besuchst mal dieses Dorf hier. Dann brauchst du auch gar nicht mehr so viel Geld, dann können wir später die Elitebinde nochmal krallen. Sehen wir mal, Leute. Ja, geht das Brandschatzen immer noch weiter. Aber gut, ich würde mal sagen, den werden wir übers Ufer irgendwie abfangen. Ach ja, Gott, mit einem Angriff auf Claude kannst du mich auch nicht unbedingt begeistern hier so. Ja, du bist ja kurz davor. Wenn ich dich zurückkehren lasse, wäre das natürlich auch in Ordnung, ne? Du kreist jetzt erstmal ein bisschen Geld. Geld, Geld, Geld. Her mit dem Money. 99 natürlich. Hübsch. Hübsches Sümmchen hat er schon wieder, oder? Ja, 16.000. Der luckt sich einiges ab. Ist schon witzig, mit dem Windschwert sich das ganze Gold zu krallen. Das macht irgendwie echt Spaß. So, hier, Windstoß. Oh, mein Geldbeutel. Nein. Ach ja. So, was machen wir hier? Aden. Aden, Aden, Aden. Vielleicht kannst du noch angreifen. Nach Jesus und Azel sollten wir langsam zurück. Habe ich ja beschlossen. Wenn du von hier aus vielleicht einfach angreifst mit Donner. Reicht das dann zum Anschwächen für Nische 19? Es dürfte auf jeden Fall nicht schlecht sein und ihr sollt alle nochmal eure Chance hier bekommen, euch auszutoben. Zack. 96, ja. Wir nähern uns unserem
Ziel oder so. Wie viel machst du jetzt aktuell? 22, das ist ziemlich gut. Wenn Aden sich einfach kurz einmischt, wird das wahrscheinlich reichen. Mit deinen tollen 58%. Naja, es geht halt nicht besser, ne? Zu schade aber auch, ach ja, die Fähigkeit des Aden. Aber er hat getroffen, das ist alles, was zählt. Er hat's halt doch drauf, Leute. Wirklich nur 92, ach, Sigurd ist weg, ne? Der ist jetzt weiter oben. Oder nee, Quatsch. Was hatten wir denn vorhin? Bist du wirklich ein bisschen mehr dodgy? Aber ist egal. Ich hab dich. Oh, 96. Hatten wir ihn schon einmal in der Arena? Ich könnte ihn ein Arena-Match machen lassen, dann wäre das ja auch ausreichend. War er schon weit genug? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, er hat in der Arena gleich einen Struggle, oder? Warte mal, wir können es ja gleich überprüfen. Ja, hat Arena-Stufe 3 gemacht, genau. Ja, das ist schade. Ach ja, Sigurd. Wir müssen jetzt eh einige Leute mal nach unten versammeln. Wie sieht's da aus? Schade, du kommst jetzt auch nicht weit genug hier. Egal. Da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, nochmal mehrere Leute zu bewegen. Machen wir mal ganz kurz. So. Ist ja nie ein großes Problem. Dann dürft ihr doch nochmal gucken, was ihr so an der Front reißen könnt. Das ist kein Problem. Vor allem dich werde ich wahrscheinlich brauchen. Du bist jetzt, wenn ich nach Jesus noch wegschicke, tatsächlich meine einzige Heilmöglichkeit, wenn ich das richtig sehe. Also ist Vorsicht angeboten. Ah ja, wie sieht es bei euch hier oben aus? Ah, bis dahin darf ich sogar gehen. Cool. Sieht immer witzig aus. Das hier ist natürlich für unsere Ausweichquote auch etwas förderlich. Ist nicht schlecht, wenn wir Jufeld extra auswählen dafür. Ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir später den Blizzard-Typen. Jetzt haben wir 53, obwohl 73 können wir hier drin haben. Wir können schon ordentlich was runtersetzen. Ja, also die hatten dann wirklich nur noch so 9% Trefferquote. Das ist natürlich super. Das heißt, wenn Sigurd vor allem im Hintergrund steht, halt, du solltest ja nicht so weit nach vorne mehr rennen. Da haben wir uns ja schon entschieden. Ich glaube, er kann auch erstmal problemlos anlocken, wobei der hier ziemlich nervig sein sollte dann. Ha, ich weiß nicht, das wird er nicht tanken, glaube ich. Ne, das wäre wahrscheinlich zu krass, oder? 21 sind 4 Damage. Naja, natürlich, ich habe der standardmäßige Folgeangriff drin, also 8, 16 und dann nochmal zusätzlich das oben drauf. Ne. Ganz schlechte Idee. Da mischen wir uns mal nicht ein. Aber wir können mal hier nach oben fliegen und können uns dann später darum kümmern. Du hast jetzt genug Gold, naja, kein Problem, da kann sich später die Elitebinde krallen und dann sind wir hier wieder weg. Wunderbar. Super Sache. Und Adain schicken wir, wie gesagt, später nochmal kurz zurück. Nicht das Dorf besuchen, Vorsicht. Nur warten. Aber mein lieber Beowulf, du besuchst noch Dörfer. Magie hat genau wie Waffenmachtdreieck. Feuer schlägt Wind, Wind schlägt Donner und Donner schlägt Feuer. Aber Dunkel- und Lichtmagie sind ihnen noch einmal überlegen. Beachtet dies bei euren Strategien. 4500, nice. Läuft doch, läuft doch. Ihr könnt euch schon mal in Position begeben. Ihr seht ja schon wieder eine Green Unit oder so. Das heißt, später können wir da mal gucken, was wir da noch machen können. Ansonsten. Ja, jetzt machen wir uns mal auf den Rückweg, oder? Ist allmählich. Du kannst ja mal kurz noch sie hier heilen. Früher hat Asel sowieso bei Lachesis, das heißt, nix mit Neid an der Stelle. Ist ganz gut so, sehr. Alles klar. Ja, da geht's schon wieder weiter. Ja, ist ganz schön auf Zack, der Typ leider. Gefällt mir nicht so gut. Weiter geht's, so. Jetzt gehen wir in die Höhle des Löwen, mehr oder weniger. Jetzt wird's gruselig, aber gut, okay, da drüben sind wir noch einigermaßen sicher. Heißt Lex. Den kannst du wahrscheinlich mit der Kriegerachse einfach verprügeln, oder? Der ist nach 2 Hits sowas von tot. Und wenn du getroffen werden solltest, wir gehen jetzt eh zurück. Sehr gut.
Weil wir können natürlich mit der Stärkung sicherlich ihn noch erreichen. Ich denke, Bridget kann auf jeden Fall weit genug nach vorne gestellt werden. In dem Fall ist Yufel wahrscheinlich auch sinnvoller. Aber hier geht es mir um die Ausweichquote, die uns das gibt. Alter Schwede, ey. Da wird wieder drauf gefetzt, ne? Das ist der Wahnsinn. Was der einfach rausholt hier. Gigantisch. Was für ein Monster. Boom. Alter Schwede. Richtiger Sniper einfach. Das ist so übel. Okay, noch mehr Glück. Aber hey, wir brauchen die Ausweichquote. Danke. Immer gern gesehen. Okay. Okay. Das heißt, ja, wir stellen mal kurz Adane zurück. Habe ich beschlossen. Genau. Dann holst du dir mal wieder einen Warp, okay? Den reparieren wir dann mal. Wobei, nee, warte mal. Oh, verdammt. Hatte sie nicht sogar noch eine Anwendung? Ich glaube, sie hatte noch eine, oder? Das kommt mir gerade so. Ich glaube, ich war gerade etwas zu vorschnell. Verflixt. Ja, es war nicht der... Oh, das war der Purgativ, der kaputt war. Egal, ist nicht so schlimm. Macht nichts. Wir können auch manuell zurück. Nicht das Dorf besuchen. So, aber ihr habt alle noch oben zu tun. Genau. So sieht es wohl aus. Vor allem Sigurd sollte an die Front. So, auf dieses Feld können wir auch noch. Das ist gut. Dann schauen wir nochmal, dass möglichst viele Leute noch nach vorne kommen. Was zum... Das war gerade irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Ach, du kannst reden. Ach so, ja, wenn das der Fall ist, dann machen wir das doch kurz. Warte mal. Ja, okay, alles klar. Ach so, deswegen, ich bin aus Versehen auf Reden, weil ich von Warten ausgegangen bin, deswegen, ja, alles klar. Natürlich besser so. Es tut mir leid, dass ich euch in dieses Schlamassel mit reingezogen habe, Vater Claude. Schon gut, mir tut es leid, dass meine Bemühungen, euch zu helfen, nicht genug waren. Ich bin nach Granville zurückgekehrt, um seiner Majestät die Wahrheit zu berichten. Aber Raptor mischte sich ein, bevor ich etwas tun konnte. Nun bin ich ebenfalls als Verräter gebrandmarkt. Ich bin es leid, nichts gegen Raptors Kriegstreiberei tun zu können. Ohne Scherz, ich hatte schon im Kopf, nach Granville zu stürmen und das ein für alle Mal zu beenden. Nein, ihr wisst es besser, als die Sicherheit des Volks durch rohe Gewalt zu gefährden. Wir müssen Geduld haben, Lord Sigurd. Aber Vater Klot... Mir geht keinen Fehler, ich fühle den Schmerz ebenfalls, aber dieser Krieg liegt in den Händen des Schicksals. Wir können im Moment nichts anderes tun, als uns selbst zu retten. Das war ja auch ein sehr cooles Gespräch, muss ich mal sagen, ne? Man sieht hier wieder sehr schön diesen Charakterzug von Sigurd. Etwas vorschnell zu sein, ne? Man will immer gleich Leuten, ne, zur Hilfe eilen, möglichst schnell, zack, zack. Und sieht dabei ganz gerne mal nicht die Konsequenzen seines Handelns. Ist aber eine interessante Charaktereigenschaft für einen Hauptcharakter, muss ich sagen. Ich mag Sigurd sehr, sehr gerne. Tanzt halt auch ein bisschen auf der Reihe. Er ist echt ganz cool. Der hat halt eine ganz, ganz klar definierte Schwäche, was vor allem zur damaligen Zeit ganz klassischer Heldenfiguren auf jeden Fall heraussticht, positiv. Und man sehr, sehr viele klassische Heldenfiguren halt in die Rolle des Protagonisten gesteckt hat. Du bist schon dieses... Leute, die halt nahezu unfehlbar sind, gefühlt. Mit absolut perfekten Hintergründen, whatever, keine Ahnung. Sigurd ist schon ein sehr cooler Lord. In Fire Emblem 5 haben wir noch einen sehr, sehr krassen Lord auch, der fast nochmal mehr aus der Reihe tanzt sogar. Der, sag ich mal, sehr von Selbstzweifeln zerfressen ist, vor allem. Aber auch trotzdem sehr, sehr cool ist, meiner Meinung nach. Das wird auch spannend. Gott, FF5 könnte sehr lustig werden als LP. Ha, also, was heißt als LP? Wir müssen mal gucken, wie wir das dann machen, ne? Steht alles noch ein bisschen in den Sternen, aber keine Sorge. Ob es jetzt als Stream dann wird oder ob wir tatsächlich irgendwie was ganz Außergewöhnliches draus machen, lasst meiner Kreativität freien Lauf. Ich denke, das ist auch das Wichtigste dabei. Ja, klassische LPs sind halt sehr einschränkend bei der Freiheit. Oh, jetzt kommt wieder was. Ich würde sagen, dass diese Verräter uns etwas zu sehr auf die Pelle rücken. Duna, zieh die Brücke über den Toverfluss hoch. Ohne einen Schlüssel werden sie niemals darüber kommen. Ich wünschte, ich könnte ihre Gesichtsausdrücke sehen. Oh. Wie hat man denn nochmal einen Schlüssel bekommen? Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Hoppla. Ich wusste gar nicht mal, dass es hier so eine Entwicklung gibt.
Du stehst mir etwas zu sehr im Weg gerade, mein lieber Kollege. Da kommt schon der erste Blizzard rüber. Noch 28. Aber du bist ausgeglichen. Oh Gott, das ist so gefährlich. Wisst ihr, dass uns drei Blizzards problemlos erledigen? Die meisten würden wahrscheinlich schon durch zwei abkratzen. Das ist ein bisschen creepy, die ganze Sache. Dein Auto hier ist eigentlich sehr praktisch gerade sogar. Muss ich mal so sagen. Ja gut, wenn wir Sigurd in der herstellen, ja, das sollte uns auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn der drauf steht. Typ, du nervst mich gerade. Vielleicht sollten wir es mal kurz mit dir erledigen lassen, ganz im Ernst. Warte, wie weit kommen sie? Okay, bis dahin. Wäre vielleicht doch besser, wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Okay, du brauchst noch ein bisschen, bis das Dorf endgültig weg ist, aber... trotzdem irgendwie eine ganz schön ätzende Sache gerade. Ich wünschte, ich hätte gerade mehr Distanzoptionen zur Verfügung, aber... naja. Gut, Bridget ist wie gesagt voll geheilt, das ist ganz gut. Sigurd hat inzwischen auch Langspeere, ne? Aber ich weiß nicht, ob du bist bestimmt nicht schnell genug, ne? Never. Warte, wie viel war es? 18, ja. Also da minus 1 mit einem Langspeer, viel Spaß dabei. Puh, du kommst nicht weit genug, ne? Ja. Also selbst wenn wir noch ein bisschen was rausholen später. Okay, Alec. Vielleicht doch das Wurfball schmeißen und Alec durchstellen. Überlegen. Ich würde so gerne... ja, wir brauchen eine Distanzoption eigentlich realistisch. Ich meine, Lex könnte eh nichts machen. Lex hat viel zu wenig Resistenz. Gegen das, was jetzt bevorsteht, ist das komplett lächerlich. Das wird er niemals hinbekommen. Schade, dass das daneben ging. Aber ich meine, das war auch wahrscheinlicher als das andere Ergebnis. Wir können auf jeden Fall mit dir mal kurz einsetzen. Und ich hoffe auch, dass das... ja, das sollte eigentlich problemlos möglich sein, ne? Jo. Ja, mit dir ist aktuell wirklich sehr, sehr nützlich, muss man schon sagen. Jetzt mit dem Meisterbogen dann geht das auch auf einmal auch ganz anders ab. Wobei ich ja wirklich mit dir als... ich finde auch nicht super krass oder so, aber hat schon seine sehr guten Nischen wie jetzt hier einfach, wo du wirklich mal schnell einen Distanzkampf einfach brauchst auf Distanz. Und dann geht's ab. Ich mag das. Das ist cool. Kann ganz gut beitragen. Ja, Sigurd tankt vielleicht 2 Hits, das kann ich gleich sagen. Und jetzt hat er 46 Grad, das heißt... ich weiß nicht, wie viel wir ausrasten können. Spätestens da ist ja sowieso schon wieder Sense, ne, bei dem Waldstück da oben. Eigentlich habe ich gar keine andere Wahl, als Bridget dem Ganzen auszusetzen, in der Hoffnung, dass es klappt. Das ist wirklich so schlimm, wie es klingt, aber es ist das Beste, um die Situation zu meistern. Aber wir können dafür sorgen, dass Sigurd einen Hit auf sich ziehen wird. Ich denke, das dürfte drinnen sein. Ja, wir benutzen mal eine Stärkung an dem Punkt hier. Ich denke, die ist ganz sinnvoll investiert. Und dann sehen wir mal, dass wir vorwärts kommen. Magie, Glück und Resistenz. Passt. Vernünftiges Cloud-Level-Up. Ja. Also in der Tat, ich würde sagen, das ist das Beste, was wir machen können. Ist ein bisschen schmerzhaft. Du willst auf jeden Fall diesen Bogen hier. Und damit tschüss. Okay. Ja, Sigurd kann auf jeden Fall 1 bis 2 Hits auf sich lenken, oder? 2 vielleicht sogar im Idealfall. Lass mal sehen. Wirklich? Ich denke, das ist vielleicht drin. 4 Resistenz habe. Lass mal umrechnen. 27 plus 23 auf 50. Alles klar. Dann tankt er tatsächlich 2 Hits und wir können weiterziehen. Dann sollte er eher zur Zielscheibe hier werden, das ist ganz gut. Und wir können den Leadership noch ausnutzen an dem Punkt natürlich auch. So, das Dorf ist gerettet an sich, das ist natürlich wunderbar. Tipptopp, Leute, tipptopp. Wir können auch Alec nach unten stellen, glaube ich. Wir können schon Leute auch noch drumrum platzieren. So, ein Hit ist mal drin, warte mal, stopp, Moment. Nicht vergessen, okay. Alles klar, der hat noch genug zu wenig Range, so rum. Hat mich etwas nervös gemacht, dass da unten ja noch der Typ rumlungert, ne? Ich hätte es fast noch vergessen.
aber nicht mit mir. Du kannst theoretisch einen Hit auf dich ziehen, Aranus, aber nur einen, oder? Wobei, naja, wartet mal, sie hat 11 Resistenz. An sich, ich meine, Blizzard hat jetzt hier keinen besonderen Effekt oder so. Mit 11 Resistenz machst du mir gerade mal 16 Damage und du machst mir 20, ne? 36 Damage. Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Heißt das wieder der ultimative Troll, wenn es einfach so richtig schön aufgeht? Oh, Mann. Naja, einen kann ich ja auf mich lenken. Einer geht. Aber nicht mehr als einer, leider. Oh, so schade. Naja, was will man machen? Was will man machen? Manchmal ist das echt fies. Aber na gut. Hey, du kannst noch Leben heilen. Erfahrung, ja. Und wir werden bald eine Lachesis haben in der besten Klasse des Spiels. Es ist fantastisch, ich kann es kaum erwarten. Wisst ihr, dieser Rückmarsch, der ist für mich irgendwie einfach mal noch mehr exciting. Es ist sehr lustig. Ich denke mir die ganze Zeit so, oh cool, wenn Lachesis endlich ihren Class-Change hat, das wird so der Hammer. Und es ist halt wirklich so, diese Vorfreude auf diesen Class-Change ist gerade voll und ganz da. Ich kann es kaum erwarten. Es wird so legendär, Leute. Es wird richtig gut. Achso, jetzt habt ihr euch ja alle schon wieder... Ach ja, das ist... Warte mal. Doch, das müsste, glaube ich, das Dorf sein für Sylvie, was sie besuchen muss. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Sehen wir mal. Ich hoffe, ich verwechsel nicht das Dorf. Man weiß nicht, ob du noch irgendwas beitragen kannst später, aber geh ruhig mal mit nach oben. Ihr könnt hier warten. Ach ja, und der Dane marschiert dann doch wieder aus dem Schloss raus. Ich weiß gar nicht, mit Master Knight ist natürlich das andere jetzt der Fall, dass wir... Ich glaube, wir haben einen passenden Stabrang sogar. Ich könnte ja dann auch Teleport geben, was wahrscheinlich klüger wäre sogar auf Lachesis in Zukunft. Aber ich muss darüber nachdenken. Lass mal überlegen, Leute. Wobei, bei Teleport ist sehr wichtig, dass es ein Kind hat, was früh verfügbar ist. Wegen dem absurden EXP-Gewinn, den man durch Warp bekommt, vor allem. Ist das sehr wichtig, würde ich sagen. Wie machen wir das jetzt am besten? Also ich meine, ja, aktuell ist es am besten, dass die beiden jetzt so schön nebeneinander stehen hier. Das heißt, eigentlich war es besser, nicht den Teleport zu benutzen, weil wir eh genug Zeit haben. Also, und Edain kriegt ja keine Erfahrung mehr durch Teleport. Von daher hat das nicht mehr so die Prio wie früher. Alles klar. Jo, das geht auf jeden Fall voll klar. Damit haben wir die Gefahr eigentlich ganz gut schon mal gebannt soweit. Schön, der geht auf Alec. Hat auch getroffen. Ganz schön übel. Und der letzte natürlich auf Sigurd, das war klar. Aber es hat sich schön verteilt. Wir können mit Claude Stärkung arbeiten und die Sache passt wieder. Und sobald einer weg ist, würde auch Sigurd alles überstehen. So oder so. Vor allem der 31er muss weg. Aber das ist kein Problem für Bridget. Ja. Hier können wir jetzt gar nicht so viel sonst noch machen. Aber ich denke wirklich, dass Claudes Heilung noch einmal uns wirklich allen gewaltig auf die Sprünge helfen sollte. Das ist ganz schön. Geh erstmal dahin. Die gute Sylvie muss ja auch nochmal drankommen, ne? Dew kann jetzt nicht so viel machen, oder sollte Dew sein Geld mal jemandem geben? Na, lass gut sein. So, okay. Tanzen. Flop. Okay. Ja, Bridget hat jetzt gar nichts abbekommen, witzigerweise. Das war umso besser. Ja, wenn der Typ hier schon mal weg ist, das ist schon mal ein großer Gewinn für uns. Das ist auch noch ein One-Hit, obwohl es ein Kriegsmagier ist. Schon crazy. Ja, so gut ist halt Bridget, ne? Das ist schon brutal. Tschüss. Eigentlich sehen die Kriegsmagier echt cool aus mit ihrem Umhang und so. Hat fast ein bisschen was von einem normalen Lord, finde ich. Schade, dass du jetzt nicht nah genug rankommst, aber naja, egal. Aktuell tankt jeder zwei Hits, wenn mich nicht alles täuscht. Wir könnten das nochmal umrechnen. Fakt ist aber, dass Claude nochmal auf jeden Fall seinen Heal einsetzen sollte, damit wir sicher genug sind. Warte mal, du tankst ist nicht unbedingt, oder? 27 mal 2 ist bei dir, glaube ich, sehr tödlich, ja. Sehr, sehr tödlich. Viel zu tödlich. Wir könnten es aber so machen, dass du nur einen Hit abbekommst, natürlich. Ist dieses Waldstück sicher? Ist es in der Tat. Cool.
Okay, dann gönnt ihr einen einzigen Hit an der Stelle hier. Und mehr bitte nicht, sonst war's das. Okay, dann können wir auf die Brücke gehen. Und Stärkung. Da haben wir danach nur noch eine einzige. Die muss sehr präzise eingesetzt werden, bevor wir sie wieder herstellen. Sollte aber auch kein Problem darstellen. Stärke. Was? Moment mal, das war fast perfekt, WTF. Mein Gott. Ich glaube, nur Resistenz hat... Oder Glück, ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei Werte gerade gefehlt haben. Ich habe es nur so halb überflogen. Ich fand es nur sehr witzig, dass Stärke dabei war, aber gut. Wenn du meinst, dann level deine Stärke. Cool, oder? Also Sigurd ist definitiv gut genug am Tanken, das ist kein Problem. Ich denke mal, Aaron ist durch ihre 11 Rest jetzt, ist das auch kein Problem mehr. Ja, 16 mal 2 müssen das, glaube ich, sein. Also können wir problemlos machen. Brauchst du noch ein bisschen Geld hier? Das gibt dir 1500, ne? Das würde ich auf 25.000 hoch befördern. Dann schauen wir da, dass wir vielleicht über die Uhr oder so nochmal Geld geben. Lass mal sehen. Oh, das würde ganz gut hinhauen. Das ist tatsächlich gerade sehr, sehr praktisch. Ich glaube, das machen wir sogar so. Alles klar, besuchen wir mal das Dorf hier. Wusstet ihr, dass es am Fluss von Tove eine Zugbrücke gibt? Ja, und sie wird von Herzog Meyers kontrolliert. Die ist hochgezogen und wenn ihr keinen Schlüssel habt, werdet ihr sie nicht überqueren können. Wenn ihr aber einen Dieb in euren Reihen habt, könnt ihr das Problem vielleicht beseitigen. Ah, sehr gut. Das heißt, wir brauchen sowieso Safe You an der Front. Das ist natürlich perfekt. Dann ist das ja alles wunderbar geplant. Bin sehr froh, dass ich da dran gedacht habe, ihn an der Front zu haben. Achso, wartet mal. Ja, ich denke mal, du hältst auch genug aus, ne? Lex. Naja, 4. Und 23 mal 2, ne? Ja. Aber 46, das ist gerade so drin. Gerade so. Wow, das ist schon gruselig viel, aber er schafft's. Bei dir das Gleiche, ne? Ja. Super. Ach ja, Vorsicht. Ist immer noch geboten, weil der Typ hier extrem gefährlich ist. Aber da sind wir auch noch sicher genug. Es ist schön, dass das gerade alles so wunderbar klappt und wir gut vorwärts kommen. Ira hat nur einen Restpunkt, das heißt auch, du darfst maximal nur einen einzigen gegen dich haben. Das heißt, maximal stelle ich dich noch dahin und das war's dann. Man muss hier sehr, sehr viel fein managen. Das ist relativ gefährlich alles. Ja, du kannst nochmal hier warten und Aden kann nochmal nachziehen, wenn wir unbedingt wollen. Super. Okay, Beowulf. Genau, du solltest noch ein paar Sachen besuchen, ne? Das Dorf, das bringt dir, ich glaube, 3000. Ja, 3000 sind das. Das reicht ja noch nicht ganz, aber... Warte mal, das hier sind 2,5, ne? Ich glaube, wir besuchen die beiden mit dir. Dann kann Beowulf sich später die Elitebinde holen. Einen heiligen Ritter als Wurfwand zu haben, kann einen ungeahnte Kräfte verleihen. Göttliche Erben können die schwierigsten Waffen mit Leichtigkeit führen und werden schneller stärker. Natürlich trifft man nicht jeden Tag jemanden, der mit diesem Blut gesegnet ist. 3000 Gold erhalten. Okay, sehr feine Sache. Ich kann es kaum erwarten, wann ihr endlich mal ein vollständiges Pairing hier nochmal seid, ne? Bei euch das Gleiche. Muss endlich mal gucken, dass wir das mit Aaron ist und so ganz gut unter Kontrolle halten. Da gruselt's mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen. Ach ja, du hast ja auch genug Geld für die Elitebinde jetzt. Das ist auch ganz schön. Weil Dane kann euch mal entgegenkommen. Weil ganz im Ernst, den Teleport will ich später vielleicht echt verkaufen. Dann ich guck mal, wie wir das machen. Wir müssen überlegen, wer den bekommt. Das ist sehr wichtig. Später. In der Erbfolge. Das muss entschieden werden. Gibt ein paar Kandidaten dafür. So. Erstmal ist Aaron das anscheinend dran. Aber wenn du meinst, 16 Damage ist halt nicht viel. Putzig. Bestenfalls. Ah ja, und einmal auf Lex, alles klar. Hier geht es ja wahrscheinlich um die Trefferquote, was? Wobei, naja, der andere hat trotzdem Aaron ist angegriffen. Seltsam. Frag mich, was hier das Muster ist. Stimmt eigentlich. Ist ein bisschen dubios, das Ganze. Oder geht er manchmal vielleicht auch auf. Nee, auf Goldwerte geht er auch nicht. Es könnte alles Mögliche noch da eine Rolle spielen. Ich will das immer untersuchen. Du hast eine wunderbare Elite, ne? Es wäre natürlich schön, wenn man da das Maximum draus macht. Jo, du gehst mal zwei Felder erstmal.
So. Noch ist es, glaube ich, besser, wenn wir mit Silvia an die Front gehen. Denn wir können dann später auf dem Rückweg natürlich das da drüben ausnutzen, aber eine Tänzerin zu haben bei so vielen Einheiten, die uns noch bevorstehen, ist dann doch eine sehr kluge Sache, würde ich mal sagen. Ja, ich denke, ein Aaron's Kill ist eventuell auch noch drin, wenn ich mir das so angucke. Oh, eventuell, wenn du auf dieses Feld dann fliegen könntest, wäre ganz cool, aber ich glaube, das ist zu weit weg danach. Wir können aber auch relativ sparsam vorgehen, oder? Ich meine, okay, Lex. Genau, du hast jetzt 23 Damage bekommen und kriegst dann nochmal 23. Benutzen wir ruhig die Kriegerlanze gegen den Typen hier. Oh, wir haben aber 82%. Warte mal. Nee, das geht auf jeden Fall. Klar, kein Problem. So viel Schaden machst du uns nicht, aber Sigurd kann auch noch mit reingestellt werden. So schade, dass Lex jetzt nicht angreifen kann. Das hätte ich sehr gerne noch gemacht, aber egal. Also einen Blizzard verkraftet jeder, das wissen wir. Das ist kein Problem mehr. Und vielleicht können wir sogar mit Aaronis dann runterfliegen und den noch ausschalten. Sehen wir mal, ob wir das machen wollen. Oder eher weniger. Hm. Wie viel Gold droppt ihr eigentlich so? 1000, okay, das ist zu wenig. Das lohnt sich nicht, das ist Quatsch. Dann benutzt die Kriegerlanze, würde ich sagen. Lesen wir ihm mal die kräftig die Leviten. Ach, wenn wir schon dabei sind, wartet mal. Vielleicht doch eher den unteren ausschalten. Ja. Später dann mit Yu näher kommen. Wir haben auf jeden Fall ganz gute Pläne. Als ob du jetzt einmal wieder daneben gehauen hast, weißt du? Wow, ihr seid echt so schnell unterwegs, was? Meine Güte, ist das nervig. Tja, dann muss wohl Sigurd wieder ran, schätze ich. Bedauerlicherweise. Hast du noch was Präziseres eigentlich? Nee, ne? 90% dann halt. Naja, gut, okay. Muss wohl reichen. Weil das gefällt mir tatsächlich nicht so sehr. Aber halt wenigstens getroffen, aber trotzdem. Hätte ich gerne noch weiter abgesichert. Ich weiß nicht, wie schnell. Na gut, doch, Sigurd könnte sogar noch doppeln. Ich meine, damit hat er 14 effektiv. Ja, definitiv am Doppeln, ja. Kein Problem. Wäre harmlos gewesen, glücklicherweise. Hat mir trotzdem gerade so ein bisschen Sorgen gemacht, aber passt schon. Ach ja, warte mal, können wir nicht theoretisch über den Fluss bereits Leute anlocken? Ja, das könnten wir wirklich machen. Die Frage ist, ist Bridget zu stark? Und wird das so zum Problem? Also ihr seid die typischen Wächter, ihr greift ja sowieso nicht an, standardmäßig. Oh, Tornado hat der Boss, oh Gott, ja, das ist auch gefährlich, ich sehe es jetzt nochmal. Wenn Bridget nämlich nur alle anschwächen würde, wäre das ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Seid ihr wirklich alle, ja, seid wirklich nur Windmagier, das heißt, ihr habt auch nichts zum Healen dabei. Also, wir haben 15 Verteidigung. Wir können das ja mal umrechnen, was passieren würde, wenn ich jetzt den Stahlbogen nehme. Da habe ich 39 Angriff. Mit 39 Angriff, 24 mal 2. Ja, das könnten wir machen. Also, dann könnten wir einfach mal so ein paar Leute schon mal über den Fluss hier attackieren, wenn sie von sich aus auf uns zukommen, natürlich. Yufel wäre ein bisschen zu krass. Ja, Bridget tankt auch genug, das ist kein Problem. Ich kann ja den Schaden definitiv kassieren. Ohne Probleme. Das macht doch gar nichts. Mal gucken, ob sie näher kommen wollen. Von sich aus. Mit seinen 48% nochmal getroffen, der Schlingel. Aber egal, wir sind auf bestem Weg, Maios, die Leviten zu lesen. Na wunderbar. Ja, du musst an die Front kommen. Und hier ist gerade so ein bisschen chaotisch alles, aber das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin heute. Mensch, immer diese Wälder. Auch wenn so schneebedeckte Wälder schon irgendwas Schönes an sich haben. Genau, du besuchst noch das obere Dorf da und dann passt die Sache. Und wir gehen schön weiter nach unten. Ich kann es kaum erwarten. Also, ihr seid doch sowieso vom Pairing weit genug. Ich glaube, ich brauche mir keine Gedanken machen. Schau, dass du vorwärts kommst, meine Liebe. Ja, ich muss den Teleport dann sowieso wieder verkaufen, ne? Das ist dann so eine Sache für sich, ja. Pass auf, da geh da rüber. Das werden wir heute noch erleben, den Class Change, das sage ich euch. Passt. War's das? Okay, dann
Lassen wir den heutigen Part mit dem Class Change ausklingen, würde ich fast sogar sagen. Ja, sehr gut, der Plan ging auf. Tatsächlich wollen Leute übers Flussufer angreifen, mit billigen Langsperren. Na, ihr seid ja lustig. Was für eine wunderschöne Vorbereitung. So viele Leute können da aufräumen, wenn sie wollen. Nice, das hat Spaß gemacht. Okay, wir können beim nächsten Mal sicherlich damit Yu uns hinstellen. Wir können auch das Dorf mit Silvia besuchen und so weiter. Wir werden sicherlich das ein oder andere Gespräch auch haben. Ich freue mich drauf. Sag mal, bei euch kann das echt nicht mehr lange dauern. Ich will mal ganz kurz nochmal nachgucken beim Orakel, wenn ich schon dabei bin. Das Orakel, lass mal sehen. Seid gegrüßt, Krieger. Was ist mit eurem Schicksal? Oh, ihr seid ernsthaft in der Sel verknallt. Ja, ernsthaft in der Sel, das ist doch super. Alles klar, wunderbar. Immer noch. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Class Change. Sehr gut, ihr könnt nun in folgende Klasse wechseln. Meisterritter. Was? Oh, da ist auch ein Fehler drin, aber egal. Möchtet ihr die Klasse wechseln? Yes. Here we go. Die mächtigste Klasse überhaupt. Der Meisterritter, Leute. Guckt euch die Boni an. Plus 7 auf Stärke. Plus 7 auf Verteidigung. What? Oh mein Gott, Leute. Es ist komplett insane. Ja, damit ist sie jetzt ultra stark. Das ist der Meisterritter. Bockelad. Guckt euch die Stats alleine an. Das ist so krank. Jetzt kann sie richtig ausrasten. Und nicht nur das. Guckt euch die Waffenränge an. Das zeichnet den Meisterritter aus. A auf alles. Und auf Lichtmagie habe ich halt noch ein C sogar. Und es gibt, ja, Dunkelheit ist halt das Einzige, was der Meisterritter nicht benutzen kann. Ansonsten alles. Und auf meisterlichem Niveau. Und sie hat Folgeangriff bekommen. Ja, das ist ihr, das ist ein ein Klassenskill. Das andere ist ja der Personal. Richtig brutal, Leute. Richtig heftig. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Ja, jetzt kann sie mal mit den Gegnern richtig den Boden aufwischen. Das wird lustig. So, sobald wir dann noch mit Azel das hinbekommen, wird die sicherlich die Arena auch rocken. Ohne Ende. Alter Schwede, ey. So cool. Aber ja, sie kann tatsächlich Teleport nutzen. Das ist also, das haben wir alles richtig gemacht hier. Das ist gut so. War eine feine Sache. Ah ja, genau, die Rettung ist, die Rückkehr ist jetzt noch drin, ne? Genau. Muss ich mal gucken, wie wir das dann umverteilen. Da muss ich nochmal meine Gedanken sammeln. Aber ja, sehr schönes Partende, dass wir Lachesis den Klassenwechsel vollziehen haben lassen. Oh ja, das macht Spaß, ey. Das wird richtig abgehen. Jetzt ist eine Killermaschine. Insofern, bis bald, Leute.